Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich sehe gerade sowas von verschlafen aus. Ich nehme euch heute mit. Maria ist im Urlaub. Sie ist im Wellnessurlaub. Sie war jetzt Sonntag, Montag, Dienstag, also heute ist Dienstag weg und kommt heute Abend wieder. Und ich schlafe heute Abend sowieso nicht zu Hause, also ich sehe sie erst morgen. Also bin ich heute noch ganz alleine und ich nehme euch mit in meinen Tag. Ich bin jetzt aufgestanden. Heute etwas später, weil ich gestern erst 0 Uhr im Bett war, weil ich noch irgendwie, ich war so im Arbeitsmodus, dass ich dachte, komm, ist hier durch, weil ich wollte noch einen Plan machen von einer Coaching-Teilnehmerin von uns. Ich hab noch erfolgreich fertig bekommen und jetzt kann sich durchstarten. Also, wenn ihr Bock habt auf ein Coaching mit uns, mit nicht nur über 100 Videos im Bereich Fitness, Ernährung und so weiter. Wir coachen im Fitnessbereich, im Ernährungsbereich, auch im Recovery-Bereich. Erster Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zum Coaching. Das würde uns mega, mega freuen. Genau, jetzt bin ich heute nämlich erst kurz vor 8 aufgestanden, damit ich wenigstens so 7,5, 8 Stunden schlafe. Und ich habe jetzt gleich noch einen Autotermin, weil zur Motorkontrollleuchte angegangen ist beim Auto. Das heißt, ich fahre mit dem Auto dorthin, laufe dann zurück und dann muss ich mit dem Fahrrad zum Sparkassentermin fahren. Das ist aber zum Glück bei uns relativ um die Ecke. Ich muss noch einige Rezepte abfüllen, habe viel zu tun. Heute Abend geht's essen. Also, es ist ein voller Tag, aber ich habe Bock. Und es geht auch ohne Maria, Leute. Wir sind auch ohne Maria stark. Deswegen würde ich sagen, beginn mit dem Video. Und vielleicht kann ja Maria am Ende des Videos so ein bisschen berichten, wie es für sie war. So, erstmal mache ich mich fertig. Ich creme mich jeden Abend, also wenn ich zu Hause bin und zu Hause schlafe, creme ich mich immer mit der Bodylotion ein und das ist Kokosöl. Das mache ich in der Bikini-Zone und im Gesicht. Und die Bodylotion mache ich sonst wirklich am ganzen Körper, Beine, Arme, Bauch. Die ist übrigens auch von Prosis und Coconut, Leute. Mein ganzer Körper riecht ja nach Kokosnuss. Ich finde das richtig geil. Also fühle ich richtig, richtig gut. Ich bin eine Kokosnussmaus geworden. Die sind tatsächlich auch von Prosis und da merke ich wieder, wie vielfältig Prosis ist, dass es nicht nur Proteinriegel gibt und so weiter, sondern auch Produktpflege und so weiter. Ja, genau, das habe ich aber gestern Abend aufgetragen. Ich werde mich jetzt mit diesem Schwamm hier einmal mein Gesicht reinigen, mir die Haare machen, mich umziehen und dann werde ich versuchen, noch ein Rezept noch ready zu machen. Und dann muss ich auch schon los zum Termin. Achso, und ich werde wahrscheinlich noch ein Porridge frühstücken, wie immer. Das muss ich euch aber, glaube ich, nicht zeigen, weil ihr seht es in jedem Video. Achso, übrigens, wenn ihr bei Prosis sparen wollt, nutzt den Code AM. Und aktuell, weil Prosis 17 Jahre alt geworden ist, gibt es immer noch coole, coole Aktionen. Ich hoffe, wenn dieses Video online kommt, dass es noch coole Aktionen gibt, aber ich denke mal schon. Falls ja, gebt den Code AM an und den Code 17 Years. Dann gibt es meistens noch bis zu 50% Rabatt auf irgendwelche Artikel oder noch irgendwelche Gratis-Produkte mit dazu. Also irgendeine geile Aktion ist auf jeden Fall mit am Start. Ich blende es euch einfach mal ein. Während ich mich hier fertig mache, höre ich englische Geschichten, weil ich mein Englisch verbessern möchte. Es ist so ein Podcast, Easy English Stories oder so. Und das ist eigentlich ganz cool. Der erklärt oder der erzählt Geschichten auf Englisch und also redet wirklich langsam und deutlich. Das, was ich nicht kann. Und das ist total gut und ich möchte mein Englisch auf jeden Fall verbessern. Ich bin jetzt fertig gemacht und ich werde jetzt erstmal Kreatin nehmen und meine Greens. 5 Gramm Kreatin und Superfit von Roses. Wir sagen es eigentlich jedes Video wieder, Superfit, sehr, sehr gut für ein Haarwachstum und so weiter. Tipp, wenn ihr solche Verpackungen habt, füllt euch das einfach in so eine Dose um oder so. Da kann man das etwas leichter ins Glas geben. Wir schotten das übrigens immer und trinken mit Wasser nach. Wir haben einfach so einen Zero-Sirup, das machen wir rein. Ja, da fällt mir Trinken einfach viel, viel leichter. Also, wenn ihr nicht trinken könnt, holt euch irgendeinen Zero-Sirup. Ist auch egal, welches von welcher Marke, Leute. Auch allgemein ist es egal, von welcher Marke ihr Kreatin nehmt. Wir empfehlen einfach nur bei Bros, weil die haben eine eigene Produktion. Das ist mega. Das heißt, wir fliegen übrigens jetzt bald nach Portugal. Und schauen uns die Produktion dort mal an. Das ist wirklich wunderbar, das ist wirklich schön. Genau, da gibt es eine eigene Produktion. Da weiß man, okay, wo wird es hergestellt
Und preislich, Leute, das ist mit Abstand ist echt gut, weil die halt eben die eigene Produktion haben, können die Preise dort eben ein bisschen günstiger sein. Meine anderen Supplemente, die nehme ich übrigens dann nach einer Mahlzeit, weil auf leeren Magen sollte man so Kapseln eher nicht einnehmen. Ich vertrage das nicht ganz. Ich bekomme dann manchmal so, es fühlt sich ganz eklig im Magen an. Ich würde es nicht empfehlen. Dementsprechend gibt es nur Kreatin und Superfit am Morgen. Ich würde Superfit immer wieder nachkaufen. Kostet eine Packung, ich glaube 4-5 Euro und hält sich 1-2 Monate. Aber ich würde sagen, ich muss jetzt mal schnell diese Rezepte machen, weil sonst komme ich hier zu nichts. Und so sieht das dann aus, wenn ich das abfotografieren möchte. Er hat hier noch so Fliesen. Und das ist dann sozusagen so der Hintergrund für das Foto. Und zwar sind das Linsenbratlinge. Und sie sind ein bisschen anders geworden als gedacht. Also es sind eher so Patties. Aber ich muss sagen, die schmecken ganz gut. Das Heck schmeckt ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie es dann nachher beim Essen wird. So, ich habe mir gerade Mittagessen gekocht und zwar gibt es ein bisschen Mischgemüse mit einem Omelette und Linsenboulette oder Linsenbratling. Dazu nehme ich meine Supplemente einfach und diese Leitsoßen mache ich mir darüber und diesen süßen Senf, Leute. Ich sag euch, ich habe das Glas vielleicht vor 4 Tagen angefangen. Der ist so geil und es gibt es jetzt und dann gibt es noch irgendeinen Nachtisch und dann habe ich noch einiges zu tun. So Leute, das zweite Rezept ist in Mache und zwar ist es eine richtig leckere, ich überlege noch, wie ich sie nenne. Ich glaube, ich habe sie Kokosmäulchen genannt. Kokosmäulchen. Richtig lecker mit Kokosraspeln, mit einem Kokosquark und leckeren Toppings. Richtig, richtig geil. Das werde ich jetzt noch abfotografieren und dann habe ich schon mal das geschafft. Das zieht euch mal dieses wunderschöne Wetter rein. Ich lieb's komplett. Und mal einen kleinen Reality-Check. Ich bin aktuell in der Lutealphase. Das heißt, ich stehe kurz vor meiner Periode und da wird meine Haut extrem, extrem unrein. Und ich glaube, man sieht auch, es bekommt Ausschlag an den Seiten und wirklich so komplett unreine Haut. Ich glaube, man sieht es mir auch an. Ich muss sagen, in letzter Zeit ist meine Haut richtig, richtig gut geworden. Und ich glaube, das liegt an meiner Hautpflegeroutine, also dieses Kokosöl, was ich immer nutze. Und ich versuche so wenig irgendwelche chemischen Cremes oder so in mein Gesicht zu schmieren. Ich denke, das wird ganz gut. Dann dieser Schwamm, der ist ganz gut. Und ja, aber trotzdem, Leute, vor der Periode wird die Haut einfach unreiner. Das ist nicht unnormal. Dementsprechend denke ich, okay, ist halt jetzt so. Und ich muss sagen, durch die Fibo zum Beispiel habe ich mich 2 Tage lang geschminkt etwas. Also ich hatte ein bisschen Make-up drauf. Und das ist meine Haut halt auch nicht gewohnt und ist jetzt auch nicht super, super gut für die Haut. Aber ich denke, es kommt hauptsächlich jetzt wegen der Lutealphase. Aber ich muss trotzdem sagen, körperlich her fühle ich mich nicht so unfassbar aufgeschwemmt wie die letzten Male. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Aber trotzdem, wie gesagt, ihr seht's, das ist vollkommen in Ordnung. Und ich weiß ganz genau, es ist in ein paar Tagen, in 1-2 Wochen wieder weg. Deswegen mache ich mir da keine Gedanken, sondern ich habe einfach immer das Bedürfnis, mein Gesicht irgendwie oft zu waschen, weil ich sonst immer so ein ekliges Gefühl habe, wenn ihr wisst, was ich meine. Letzte Woche war ich extrem gereizt. Also mein Beileid auf jeden Fall an die Menschen, die mich umgeben haben. I'm sorry. Aber jetzt aktuell wird es wieder besser. Und ich glaube, das liegt aber auch am Wetter. Weil Leute, dieses Wetter macht einfach eine gute Laune. Und vor allem, wenn man viel schafft. So, ich bin auch relativ wach, bin eigentlich nicht müde. Ich habe zwar eine Energy getrunken, eigentlich trinke ich nie Energies, aber wir hatten noch vom Fibo-Wochenende, vom Evolent noch so viele Energies. Dementsprechend haben wir so viele da und dann trinke ich halt auch immer mal eine, muss ich ehrlich sagen. Aber sonst trinke ich eigentlich nie Energies. Vielleicht mal einen Kaffee, aber sonst eigentlich kein Koffein.
Und wenn ich Kaffee trinke, dann würde ich am liebsten koffeinfrei trinken. Aber wir haben noch ein bisschen was da und ich will es leer machen. Und dementsprechend, ja, struggle is real. Aber wenn der leer ist, dann hole ich, wenn dann, koffeinfreien. Und bei diesem wunderschönen Wetter mache ich mir jetzt die Kopfhörer auf und gehe erstmal eine Runde spazieren. Weil ich versuche trotzdem einmal rauszukommen, ein bisschen Bewegung zu haben. Da bin ich irgendwie, ja, ich muss einfach mal rauskommen. Das tut mir gut und ja, weil heute gehe ich nicht ins Fitnessstudio, dementsprechend gehe ich einfach raus an die frische Luft. Also ich gehe auch, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, so an die frische Luft, aber zumindest versuche ich immer und Maria auch, dass wir am Tag rauskommen, einfach um den Kopf frei zu bekommen und um fokussierter dann weiterzuarbeiten. Aber ich habe heute viel geschafft, ich bin richtig happy. Nun gut, würde sagen, wir hören uns später wieder. Mal schauen, ob ich heute Abend bei dem Essen mitfilme, weil ich möchte auch so die, ja, ich, wenn ich essen gehe, möchte ich jetzt ungern die Kamera rausholen. Ich denke, da habt ihr Verständnis, aber ich kann dann auf jeden Fall gerne mal ein paar Worte dazu sagen, zum Thema Essen gehen, weil das früher eine sehr, sehr große Angst von uns war und auch teilweise noch eine Angst ist von Frauen von euch oder auch von Teilnehmerinnen in so einem Coaching. Dementsprechend werde ich nachher noch drauf eingehen. Für mich geht es jetzt gleich ins Restaurant und zwar gehen wir zum Griechen und also ich gehe alleine mit meinem Partner einfach essen und auch abgetrennt von Maria. Wie gesagt, Maria ist im Urlaub, sie ist aber schon auf dem Rückweg, das heißt, sie wird heute Abend eigentlich auch bald kommen. Aber ich werde sie heute trotzdem nicht sehen. Und früher dachte mir, okay, ich müsste meine ganzen Kalorien aufheben für den Abend, um Abend sich das Abendessen zu verdienen, weil im Restaurant wird natürlich das Essen ein bisschen anders zubereitet. Zumindest sehr, sehr oft. Es kommt darauf an, in welches Restaurant man geht. Heutzutage gibt es auch viele Restaurants, wo es Bowls gibt, Salate und so. Aber dennoch ist es halt ein bisschen anders, als ich sonst esse. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Da muss ich nicht das Frühstück, das Mittag weglassen oder irgendwo Kalorien einsparen oder so. Nur weil man denkt, okay, abends gehe ich essen. Es ist natürlich klar, dass man sich vielleicht ein bisschen Hunger aufhebt. Aber normalerweise bin ich abends auch immer beim Abendbrot hungrig. Also es gibt jetzt eigentlich keinen Grund, um irgendwelche Mahlzeiten auszulassen. Man lebt nur einmal. Und das probiere ich immer so ein bisschen im Kopf zu behalten. Und auch so, es triggert mich null mehr. Es ist halt, so, dass du das nun mal vielleicht eventuell mit mehr Öl zubereiten oder allgemein ich dort vielleicht Dinge esse, die ich früher niemals gegessen hatte. Also irgendwas Überbackenes oder so. Ich bin mal sehr gespannt, für was ich mich heute entscheiden werde. Deswegen einfach den Abend genießen, den Moment, weil wir haben nur dieses eine Leben und sich deswegen Gedanken zu machen um irgendwelche Mahlzeiten oder so, ist totale Verschwendung. Und wir haben auch lange gebraucht, um das zu verstehen und wir wünschen wirklich jedem, der noch an diesem Punkt ist, wo man so einen Food-Focus und so einen Struggle hat mit dem Essen, dass er da rauskommt und einfach das Leben genießt, weil es ist so schön einfach zu wissen, ich könnte jetzt eigentlich alles essen, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, dann hat man gar nicht mehr so das Bedürfnis danach zu sagen, oh, ich habe jetzt so ein Craving oder so einen Heißhunger auf irgendetwas. Genauso wie dazu. Und mal schauen, ob ich mich heute nochmal melde oder ob ich mich morgen mal gemeinsam mit Maria nochmal melde. Und Maria ist back am Start. Sie hat mir gerade ein paar Bilder gezeigt vom Urlaub. Richtig, richtig schön. Und wir nehmen jetzt eine Podcast-Folge auf, aber das ist dann ein anderes Video eventuell. Wir nehmen jetzt eine Podcast-Folge auf, die findet ihr übrigens auch auf YouTube oder auch kostenlos auf Spotify. Und dort sprechen wir unter anderem darüber, wie das jetzt so für uns war, dass wir jetzt so getrennt waren, weil es war jetzt wirklich das erste Mal, dass Maria weg war. Und sonst noch ein paar andere Dinge. Also schaut da gerne vorbei bei Twins Talk, schaut bei Broses vorbei. Und das war's mit diesem Video und macht's gut. Ciao.